akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Wir erfassen Informationen. Eine eher ungewöhnliche Geburtstagshymne. Eigens zum 100-jährigen Jubiläum der Frankfurter Goethe-Universität komponiert. Uraufgeführt beim Festakt in der Paulskirche vor über 900 geladenen Gästen, darunter Bundespräsident Joachim Gauck. Der Text des bemerkenswerten Musikstücks, die Nutzungsbedingungen von Google. Die Universität stellt sich mit diesem Werk des Komponisten Moritz Eggert ganz bewusst in ihre Tradition als kritische Impulsgeberin gesellschaftlicher Diskurse. Auch wenn sich ansonsten viel verändert hat an Hessens größter Hochschule. Bereits an ihrem 99. Geburtstag hatte die Goethe-Universität die von langer Hand geplanten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum eingeläutet. Wir haben sehr früh begonnen, die gesamte Universität zu mobilisieren. Wir haben mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen, in der Verwaltung viele Projekte aufgesetzt. Und diese Projekte tragen jetzt Früchte, werden im nächsten Jahr umgesetzt. Wir spüren ein Feuer der Begeisterung, das sich über alle Fachbereiche, über alle Einheiten der Universität sozusagen hinweg entzündet hat. Und ich bin ganz sicher, dass wir ganz viele interessante Veranstaltungen in unserem Jubiläumsjahr sehen werden. Zu Beginn des Jubiläumsjahres war die Paulskirche schon einmal Pilgerstätte für Angehörige und Freunde der Universität. Angesichts des großen Interesses war der Römer zu klein geworden für den traditionellen Neujahrsempfang der Stadt, der 2014 ganz im Zeichen des Uni-Jubiläums stand. Pünktlich zum runden Geburtstag hat sich die Universität dreifach rund erneuert. Unsere Universität hat auf die neuen Studiengänge Bachelor und Master umgestellt. Unsere Universität hat auf dem Riedberg und dem Westend neu gebaut. Unsere Universität ist wieder Stiftungsuniversität. Sie kann also wieder durchstarten in den zweiten Frühling. Doch lässt sich fragen, was hat das alles mit uns als Frankfurtern zu tun? Noch vor ein paar Jahren lebten die Stadt und die Universität friedlich nebeneinander her und hatten sich manchmal zu wenig zu sagen. Die Stadt und ihre Universität hatten sich auseinandergelebt. Aber die Goethe-Universität ist als erste Stiftungsuniversität in Deutschland so sehr Kind ihrer Stadt wie keine andere Hochschule. Auf Betreiben des Frankfurter Bürgertums wurde 1914 die Königliche Universität zu Frankfurt am Main gegründet. Den Namen Goethe-Universität bekam sie erst im Jahr 1932. Für Aufsehen sorgte die junge Hochschule unter anderem mit der wegweisenden Gründung des Instituts für Sozialforschung. Auch auf naturwissenschaftlichem Gebiet leistete sie Bahnbrechendes. Nobelpreisträger Otto Stern etwa legte hier die Grundlagen moderner Quantenphysik. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde ein Drittel der Universitätsangehörigen aufgrund jüdischer Herkunft verjagt. Zahlreiche Emigranten kehrten in der Nachkriegszeit nach Frankfurt zurück. 1968 wurde die Goethe-Universität dann zu einem Zentrum der Studentenbewegung, die sich auf die kritische Theorie der Frankfurter Schule bezog. Aus der Stiftungsuniversität war mittlerweile eine Hochschule des Landes geworden. Die Beziehung zur Stadt kühlte in den 70er und 80er Jahren deutlich ab. Ein Wendepunkt war zweifellos der Erwerb des IG Farben-Geländes, bei dem Stadt, Land und Universität an einem Strang zogen. Und noch mehr, als sich die Universität auf ihre Herkunft besann und orientiert an internationalen Vorbildern für den Status einer autonomen Bürger- und Stiftungsuniversität fort. Nicht zuletzt dank umfangreicher finanzieller Zuwendungen aus den Reihen der Frankfurter Stadtgesellschaft konnte die Universität seither eine beeindruckende Entwicklung hinlegen. Dementsprechend ambitioniert sind die Pläne für die Zukunft.
Unser Ziel für die kommenden 100 Jahre ist es, ein Harvard am Main zu werden, eine international sichtbare Forschungs- und Lehruniversität mit hoher Reputation. Ich weiß, das ist ein hehrer Anspruch, den man erst einmal erfüllen muss. Aber wo, bitte, meine Damen und Herren, soll es noch Visionen geben, wenn nicht an einer Universität? Ein Symbol vergangener Visionen, der Anfang der 70er errichtete AFE-Turm. Sinnbild für Bildungsreform und Massenuniversität, aber auch für kritischen Geist und freies Lernen. Generationen von Studenten hatten hier leidenschaftlich vorwiegend linke Gesellschaftstheorien diskutiert. Bereits die Vorbereitungen zu seiner Sprengung gerieten zum nationalen Medienereignis. Und am Morgen des 2. Februar versammelten sich Zehntausende Schaulustige rund um das weiträumig abgesperrte Areal in Bockenheim. Der Turm war das Zuhause der sogenannten Schmuddelkinder, der Disziplinen, die in der gesellschaftlichen Wahrnehmung immer so ein bisschen am Rande gestanden haben. Die Sozialwissenschaften, auch historisch, hat gar nichts mit Frankfurt zu tun, haben immer Schwierigkeiten der Anerkennung gehabt. Das wurde alles ein bisschen symbolisch gebündelt in diesem Turm, der ja nun von seiner architektonischen Anmutung auch nicht gerade hübsch ist, aber der nun das Zuhause einer ganzen Lebensform eigentlich war. Eine Lebensform, die auch ihre eigenen Kommunikationsweisen entwickelte. Unzählige Parolen zierten die Treppenhäuser und Flure des Turms und wurden sogleich an Ort und Stelle durch Ergänzungen kommentiert. In den Turmsprüchen bringt sich eine akademische Jugend in einer Bildungsphase immer wieder zum Ausdruck, in gewollter Vulgarität, in gewollter politischer Radikalität, aber auch in einem atemberaubenden, faszinierenden Humor, in der Originalität, die für die Jugend nun mal auch nicht untypisch ist. Also alles das bündelt sich eben in diesen Turmsprüchen und macht sie eigentlich zu faszinierenden Dokumenten, die eben für den Soziologen ohnehin es wert sind, analysiert zu werden und zumindest erinnert zu werden. Zahlreiche wissenschaftliche und künstlerische Projekte haben sich seither dem Andenken des Turms gewidmet. Doch bei aller Nostalgie. Dass mit dem Ende des Turms eine ganze Ära kritischer Wissenschaft zu Ende geht, steht nicht zu befürchten. Geboren im heutigen Mumbai, kam Zubin Mehta als Sohn eines prominenten Konzertgeigers früh mit westlicher Musik in Berührung. Der 78-Jährige ist einer der ganz großen internationalen Klassikstars. Zur Feier des Uni-Jubiläums gastierte der weltweit gefragte Dirigent in der Frankfurter Alten Oper. Finanziert wurde das Festkonzert vom Frankfurter Immobilienkönig Josef Buchmann. Es ist ein, finde ich, ganz tolles Ereignis. Es ist ein großartiges Geschenk von Herrn Buchmann. Und es zeigt seine enge Verbundenheit nicht nur zu dieser Stadt, die er ohne dies hat, sondern insbesondere zu der Universität dieser Stadt. Das Orchester wird an der Buchmann-Mehta School of Music an Frankfurts Partneruniversität Tel Aviv ausgebildet. Einem weiteren Engagement Josef Buchmanns. Das größte Herz von Frankfurt und von Tel Aviv, Josef Buchmann. Der Auschwitz-Überlebende Buchmann fand nach Kriegsende Zuflucht in Frankfurt. Seit mehr als 30 Jahren unterstützt er die Goethe-Universität, ermöglichte etwa den Bau der Uni-Kinderklinik. Ich bin verbunden mit Frankfurt sehr. Man kann sagen, ich bin Frankfurt, jetzt wohne ich ja so lange hier. Und ich wollte was Gutes machen für Frankfurt. Nicht? Und dann habe ich das praktisch, der Präsident hat mir das vorgeschlagen. Ich habe gesagt, okay, das mache ich. Das Engagement Buchmanns steht in bester Tradition.
Schon die Entstehung der Goethe-Universität ist vor allem dem Wirken des jüdischen Bürgertums in Frankfurt zu verdanken. Anlässlich des Jubiläums erinnerte eine große Multimedia-Ausstellung an die Gründungsväter und Mütter der Hochschule. Ohne diese 36 Stifter gäbe es diese Uni heute überhaupt gar nicht. Denn diese Menschen haben gemeinsam eine Idee entwickelt von der freien, liberalen und toleranten Universität, wo ganz viele Menschen mit unterschiedlichem Glauben, also über die Konfessionen hinweg und mit auch unterschiedlichen Denkweisen lehren können und auch studieren können. Bei der Gründung betrug das Stiftungsvermögen der Universität 20 Millionen Mark. Gespendet zum Teil unter sehr konkreten Auflagen. Bis hin dazu, es gibt ja heute auch noch den Großen Rat und das Kuratorium, dass gewisse Stifter eben auch sich mit der Stiftungssumme haben verbinden lassen, dass sie in diesem Rat oder Kuratorium saßen und dann durften sie natürlich auch mitbestimmen, wer berufen wurde, wie die Gelder vergeben wurden und so weiter. Und das ist ja heutzutage alles ausgeschlossen. Heute ist ja die Trennung ganz deutlich. Man stiftet zwar für Wissenschaft, aber die Universität entscheidet selbst, wie sozusagen die Wissenschaft gelehrt wird und für was das Geld verwendet wird. Heute beträgt das Stiftungsvermögen rund 160 Millionen Euro. Der Zinsertrag aus diesem festen Grundstock kann von der Universität frei eingesetzt werden. Neben der Einrichtung von 50 Stiftungsprofessuren kommt das Geld derzeit vor allem der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zugute. Wir haben beispielsweise das Prinzip Deutschlandstipendium eingeführt, und zwar in einem Maße, wie das keine andere Universität bisher geschafft hat. Wir konnten an 606 Stipendiatinnen und Stipendiaten in diesem Jahr ein Deutschlandstipendium auszahlen, was nur möglich war, weil wir sehr viele Menschen haben, die uns Geld gestiftet haben, um diese Stipendien zu finanzieren. Die Rückkehr zur Stiftungsuniversität sollte der Hochschule größere Autonomie bescheren, auch bei ihren Bauvorhaben. Am Campus Westend und auf dem Riedberg lässt sich das Ergebnis begutachten. Jüngstes Beispiel: das Giersch Science Center. Finanziert wurde das 13 Millionen Euro teure Gebäude von der Stiftung des Ehepaars Karin und Carlo Giersch. Der Neubau bietet eine Heimat für 250 Wissenschaftler, die hier im Rahmen eines vom Hessischen Landesprogramm LOEWE geförderten Projektes interdisziplinäre Grundlagenforschung betreiben. Wir wollen verstehen, wie Elementsynthese funktioniert. Wenn Sonnen explodieren, entstehen Elemente, die wir im Körper haben zum Beispiel. Also wir bestehen alle aus Sternenstaub. Und das ist die Frage, die uns interessiert, und der wollen wir auf den Grund gehen. Die Forschungsergebnisse dann auch nach außen tragen. Nicht nur während der Wissenschaftswoche im Jubiläumsjahr ein großes Anliegen der Goethe-Universität. Nur ein Beispiel von vielen: das Goethe-Lab etwa soll Oberstufenschüler für Naturwissenschaften begeistern. Eine Universität von Bürgern für Bürger will sie sein. Zahlreiche Veranstaltungsreihen der Hochschule wenden sich ans breite Publikum. Eine der traditionsreichsten ist die Frankfurter Poetikdozentur. Seit 1954 halten renommierte Autoren Vorlesungen für jedermann. Im Jubiläumsjahr kam ein besonderer Publikumsmagnet nach Frankfurt: Erfolgsautor Daniel Kehlmann. In seinem Roman Die Vermessung der Welt verarbeitet er die Lebensgeschichten der großen Forscher Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauss und landete damit einen bei Kritikern und Publikum gleichermaßen geschätzten Weltbestseller. Ich glaube, das ist diese einmalige Konstellation, dass es natürlich auch kritische Fragen eröffnet, das Gespräch anbietet. Was kann die Literatur über die naturwissenschaftliche Aneignung von Wissen sagen? Wie kann die Literatur das beobachten? Es ist ja eine ganz besondere Konstellation. Für den begehrten Autor war die Berufung nach Frankfurt eine besondere Ehre, auch wenn er zuvor schon mehrfach Dozenturen an anderen Universitäten übernommen hatte. Also es ist nicht die erste, aber es ist die erste, wo ich richtig vorher geschriebene lange Vorlesungen halte. Also normalerweise sind das immer Seminare, wo man einfach ein bisschen mit den Studenten über seine eigene Arbeit spricht. Also das hat schon, es hat im Arbeitsaufwand einen ganz anderen Stellenwert, und es hat aber vor allem auch vom Renommee her einen anderen Stellenwert. Die beiden Sachen gehen natürlich zusammen. Also es ist so eine Ehre, die Frankfurter Vorlesungen machen zu dürfen, dass man sie nicht ablehnen kann, auch wenn man erstmal erschrickt, weil es einfach so viel Arbeit ist. Fester Bestandteil der Frankfurter Poetikdozentur ist mittlerweile die begleitende Ausstellung im Fenster zur Stadt, zu der diesmal auch die Physiker der Universität ein ganz besonderes Exponat beisteuerten. Im Keller ihres Institutes fanden sich die auf Umwegen nach Frankfurt gelangten Originalmagnete, mit denen Gauss einst seine Vermessungen durchgeführt hat. Kultur für alle war dann im Sommer auch das Motto einer großen Freiluftinstallation auf dem Campus Westend. Mehr als 400 identische Goethe-Skulpturen hatte Ottmar Hörl auf dem Rasen vor dem IG Farben-Gebäude verteilt.
Die Idee der Serie bedeutet, dass sie eine Figur auch von einer Idee des Denkmals, des Einzigartigen sozusagen herunternehmen und dieses Gleichheitsprinzip, nach dem wir funktionieren, dass wir uns alle Bücher leisten können, dass wir uns alle Musik leisten können, dass wir uns alle eine Stereoanlage kaufen können, das hat jetzt was mit der seriellen Idee zu tun, dass wir die serielle Konzeption so perfektioniert haben, dass wir in der Lage sind, das preislich auch so günstig zu machen, dass alle Menschen teilnehmen können. Auch die Goethe-Skulpturen konnten später zu einem relativ moderaten Preis erworben werden. Als Botschafter der Universität sollen sie fortan durch die Lande ziehen. Zu Goethe hat er eine ganz besondere Beziehung, Klaus-Maria Brandauer. Wer immer strebend sich bemüht. Schon in István Szabos Filmklassiker aus dem Jahr 1981 verkörperte der österreichische Weltstar den Mephisto wie kein zweiter. Im großen Hörsaal bereitet sich Brandauer gemeinsam mit dem Pianisten Arno Waschk auf seinen Auftritt vor. Gut gelaunt und höchst erfreut, am Tisch des großen Frankfurter Philosophen Horkheimer Platz nehmen zu dürfen. Nein, das hat mir noch niemand gesagt. Jetzt gehe ich weg. Also Goethe, Horkheimer, es ist ja unglaublich. Nein, wie können wir das rechtfertigen, dieses Glück? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, die Universität. Klaus-Maria Brandauer bot eine beeindruckende Vorstellung. Ausgehend von Goethes Faust hinterfragte er Forschung und Wissenschaft. In seiner musikalischen Lesung spannte er den Bogen von der antiken Mythologie bis Hiroshima und rief den Universitätsangehörigen damit noch einmal eindringlich ihre gesellschaftliche Verantwortung ins Gedächtnis. Von lautstarken Protesten vor der Tür ließ sich Angela Merkel die gute Laune nicht verderben. Tief beeindruckt zeigte sich die promovierte Physikerin stattdessen vom Campus Westend. Anlässlich der Jahresversammlung der Deutschen Forschungsgemeinschaft machte auch die Bundeskanzlerin der Goethe-Universität ihre Aufwartung zum 100. Geburtstag. Heute zählt die Universität Frankfurt zu den größten Hochschulen Deutschlands. Sie hat viele Biografien und Generationen junger Menschen geprägt. Sie hat zur Geistes- und Wissenschaftsgeschichte unseres Landes bedeutsame Kapitel beigesteuert. Und sie hat sich und der Stadt Frankfurt, zum Beispiel über die Frankfurter Schule, auch weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Zum Jubiläum der Universität Frankfurt gratuliere ich deshalb zuerst einmal von Herzen. Ich wünsche den Studierenden, den Lehrenden und allen Hochschulangehörigen weiterhin viel Erfolg. Merkel lobte insbesondere die drei Frankfurter Exzellenzcluster, bestärkte die Universität, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Und eilte nach ihrer Rede dann schnell zum nächsten Termin. Auch sie kennt den Politikbetrieb aus eigener Anschauung. Der Streit um die Hochschulfinanzierung kostete Birgitta Wolf das Amt als Wissenschaftsministerin in Sachsen-Anhalt. Ihre Wahl zur neuen Präsidentin der Goethe-Universität war überschattet von interner Kritik am Prozedere der Kandidatenfindung. Erst im vierten Wahlgang erreichte Wolf die nötige Stimmenmehrheit im erweiterten Senat, was ausdrücklich nicht als Kritik an ihrer Person gewertet werden sollte. Jetzt heißt es für die künftige Präsidentin: Zunächst mal respektvoll zuhören und rausfinden, was denn auch diese Fundamentalkritik an diesem ganzen Verfahren konkret bedeutet. Und vielleicht gibt es ja auch schon konkrete Verbesserungsideen. Und da wäre ich natürlich sehr neugierig. Sowas kann man ja auch aufgreifen, ausprobieren und vielleicht Dinge besser machen. Zum Verständnis der uni-internen Diskussionen trägt auch der Blick auf die jüngsten Veränderungen an der Hochschule bei, die längst nicht von allen Universitätsangehörigen begrüßt werden. Wie sehr sich das universitäre Leben und Arbeiten in den vergangenen 100 Jahren verändert hat, veranschaulichten zahlreiche Projekte im Rahmen des Jubiläumsjahres. Eines der spektakulärsten, die Ausstellung 100 des Universitätsarchivs, die einige überraschende Objekte zu bieten hatte. Etwa eine echte Affenrippe, einst von Zoodirektor Bernhard Schimek als Weihnachtsgruß verschickt. Oder eine Dose Halberstädter Würstchen als Erinnerung an Alexander Kluge und die erste Ausstellung zur Poetikdozentur. Zunächst mal ist die Auswahl der 100 Objekte etwas willkürlich und etwas zufällig, denn in einem Archiv liegen in der Regel nur Akten. Und aus dem Grund haben wir uns überlegt, was haben wir denn sonst noch so außer Akten und Papiere und einzelne Blätter, und haben festgestellt, dass in einzelnen Nachlässen oder irgendwie durch Kuriositäten auch Gegenstände ins Archiv gekommen sind, die man vielleicht da nicht vermutet. Doch 100 war weit mehr als eine Aneinanderreihung skurriler Andenken. Die Ausstellung machte auch vor den dunklen Kapiteln der Universitätsgeschichte nicht Halt.
Wir erzählen die Geschichte der Goethe-Universität in 100 Fragmenten, wozu auch grauenhafte Objekte gehören. Hier haben wir die Kopfzange Josef Mengeles, der sein barbarisches Handwerk im Frankfurter Institut für Rassenhygiene erlernte. Die ganze Geschichte von frühen Erfolgen, Vertreibung und Wiederaufbau erzählt ein anderes Ausstellungsstück in einzigartiger Weise. Die 1914 verliehene Nobelpreisplakette für den Frankfurter Physiker Max von Lauer. Sie wurde vor den Nazis gerettet, indem im Labor von Niels Bohr die goldene Plakette in Königswasser aufgelöst wurde. Nach der deutschen Besatzung wurde das Gold extrahiert und durch die Schwedische Akademie neu gegossen. Die Aufarbeitung der Nazi-Herrschaft begann so richtig erst in den 60er Jahren. In der Nachkriegszeit wurde das Grauen des Dritten Reiches im Alltag der Studenten weitgehend ausgeblendet. Heute wird oft gesagt, man hat darüber nicht gesprochen. Das sei ein Versäumnis gewesen. Nein, man wollte nicht darüber sprechen. Und zwar alle unangenehme Erinnerungen. Was soll's? Gott sei Dank vorbei. Jetzt geht's aufwärts, vorwärts. Es geht weiter. Und das muss man ja überlegen vor dem Hintergrund von zig Jahren Krieg und auch Nazi-Herrschaft. Das war ein ganz neues Weltgefühl. Und da sagt man, lass ruhen. Klar, der eine oder andere hat erzählt, erinnere mich noch an diesen, jenes, aber das war weiter. Ja gut, jeder hat irgendwas erlebt, was nicht sehr angenehm war. Das Interview mit dem Historiker Notke Hammerstein entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Universitätsjubiläum. Studierende befragten Ehemalige in Videointerviews zu ihren Erfahrungen an der Hochschule. Was ich total spannend fand, war diese Art, wie das Studium empfunden hat. So extrem positiv, extrem frei. Man kann lernen, man kann das besuchen, was einen interessiert. Das fand ich sehr spannend, vor allem, weil heute hat man das ja auch, also ich persönlich kenne das auch, ich gehe in die Veranstaltung, ich finde das super spannend. Ich möchte eigentlich gerne so diese Freiheit, die Hammerstein so ausdrückt, eigentlich auch haben. Aber gleichzeitig ist man natürlich heutzutage auch irgendwie in diesem Zugzwang, dass man fertig werden muss, dass man auf die Finanzierung der Eltern angewiesen ist, dass man irgendwie möglichst schnell auch wieder raus muss aus der Uni. Auch während des Unisommerfestes gibt es für Mirella Dorn noch eine Menge zu besprechen und zu organisieren. Die Frankfurter AStA-Vorsitzende kritisiert insbesondere die Einführung der neuen Bachelor- und Masterstudiengänge. Wir möchten, dass Bildung frei ist, dass die Zeit an der Goethe-Universität oder an allen Universitäten irgendwie die Zeit ist, wo man sich selbst entwickelt, wo man seine Neigungen erst erfährt und wo man frei entscheiden kann, was ich jetzt mache. Und auch wenn das mal 3 Semester länger dauert, finden wir das völlig in Ordnung, weil das gehört irgendwie dazu. Wir wollen doch nicht irgendwie fertige Pakete, Waren haben, sondern wir wollen doch Menschen, die kritisch hinterfragt haben und genau das getan haben, was ihnen dann am Ende am besten liegt. Auch inhaltlich beklagt der traditionell politisch links geprägte Studierendenausschuss die jüngsten Veränderungen, etwa bei den einst im Turm beheimateten Gesellschaftswissenschaften. Wir haben momentan keine Professorin, keinen Professor für kritische Theorie im Fachbereich 03. Wir sehen das als nicht hinnehmbar an. Wir möchten, dass kritische Theorie hier wieder auflebt, dass aber kritische Theorie nicht nur in 03 ist, sondern auch in allen anderen Fachbereichen. Denn das ist doch das, was die Goethe-Uni mal ausgemacht hat. Gleich nebenan finden sich just an diesem Tag die Erben der Frankfurter Schule zum Klassentreffen ein. Zum Geburtstagsempfang des Philosophen Axel Honneth erscheint auch der legendäre Jürgen Habermas. Und sogleich waren die beiden wieder in angeregte Diskussionen vertieft. Gerade viele Geisteswissenschaftler tun sich schwer mit den veränderten Lehr- und Forschungsbedingungen. Die Universität, in der ich groß geworden bin, befindet sich natürlich in einem massiven Wandel. Und die Universität steht unter massivem Ökonomisierungsdruck, ja, unter dem Druck, sich irgendwie in Konkurrenz aufzustellen, angemessen Werbung zu machen. Möglichst viel Drittmittel muss jeder Einzelne einwerben. Das heißt, weder der Lehre, ja, die ja eigentlich ein Fundament ist unserer Tätigkeit hier, noch der Forschung im Sinne der von finanziellen Erwägungen und Absichten unabhängigen Beschäftigung mit den substanziellen Themen, ist noch viel die Rede. Und das gibt mir schon zu denken. Disco Partisani auf dem Campus Westend. Der Frankfurter Musiker Chantel gibt beim Sommerfest der Universität eines seiner seltenen Konzerte in seiner Heimatstadt. Auch er hat einst in Bockenheim studiert. Als ich anfing, an der Goethe-Universität zu studieren, habe ich das viel weniger ernsthaft gemacht, als dass es heute die Studenten tun müssen.
Also es gab keinen Bachelor und solche Sachen. Es war damals ein Magisterstudium. Ich hatte viel Zeit nebenher. Ich habe, als ich anfing an der Goethe-Uni, glaube ich, meine Zeit viel mehr vergeudet mit Partys zu organisieren. Es gab auch öfter Unistreik und Unistreik-Partys. Also für mich war es großartig. So konnte Stefan Hantl in aller Ruhe seinen Bukowina-Sound entwickeln, der mittlerweile zum Markenzeichen des weltweit gefragten Musikers geworden ist. Ein Luxus, den die Universität angesichts dramatisch gestiegener Studierendenzahlen heute nicht mehr bieten kann. Doch die schöne neue Uniwelt hat für Studierende, Lehrende und Forschende auch eine Menge neuer Chancen zu bieten. Ein mumifizierter Schädel, 1963 im Frankfurter Stadtwald gefunden, als Sinnbild für das Thema Zeit. Aphrodite und Lara Croft als Idealbilder für die Frauen ihrer Epoche. Die Ausstellung »Ich sehe wunderbare Dinge« ist bewusst nicht chronologisch oder nach Instituten geordnet. Der überraschende Aufbau nach übergreifenden Themen soll spannende Dialoge eröffnen. 450 Objekte aus 40 Sammlungen werden in der großen Jubiläumsschau gezeigt. Die Ausstellung umfasst ein Spektrum von 4,6 Milliarden Jahre bis heute, also unglaublich viel, und ist global umfasst, weil es wirklich zeigt, wie die Goethe-Universität global geforscht hat, ob das aus Japan, aus Sri Lanka, aus Syrien oder aus Frankfurt selber kommt oder aus der Umgebung. Also es ist ein riesiges Spektrum, was man hier sehen kann. Die Magie als Naturwissenschaft. So mancher Ansatz hat sich später als Sackgasse erwiesen. Andere Objekte zeigen die Anfänge aktueller Forschungsvorhaben, etwa die einzigartigen Gehirnpräparate Ludwig Edingers, dem Gründer der ersten Hirnforschungsstätte Deutschlands. Heutzutage Hirnforschung, Neurologie spielt, Neurowissenschaften spielen in der Goethe-Universität eine ganz wichtige Rolle und natürlich auch mit so einem Max-Planck-Instituten. Also das ist etwas, was vor 100 Jahren begonnen hat und heute eben halt weiter fortgesetzt wird, aber eben halt nicht mehr makroskopisch, sondern heute molekular, zellulär, also auf einer anderen Ebene, aber immer noch im Zentrum unseres Interesses. Ihren Platz fand die Ausstellung im Museum Giersch. Neuland für das auf Gemälde und Skulpturen spezialisierte Haus. Die ungewöhnlichsten Objekte ließ sich der Stifter von der Kuratorin noch einmal persönlich erklären. Carlo Giersch ist Ehrensenator der Goethe-Universität. Seit vielen Jahren engagiert er sich mit beträchtlichen Summen für Forschung und Lehre. Es gibt Leute, die sagen, sie verplempern ihr Geld. Dann sage ich immer, jawohl, dann macht es deswegen sinnvoll. Eine Yacht am Mittelmeer, wir kennen das ja. Der Eigner freut sich zweimal im Leben. Einmal, wenn er das Schiff kriegt und zum zweiten Mal, wenn er das Schiff verkauft. Und das ist eben nicht bei der Universität, bei der Wissenschaft, bei der Forschung, da bleibt immer was. Zum großen Geburtstagsfestakt in der Paulskirche brachten Carlo Giersch und seine Frau Karin ein ganz besonderes Geschenk mit. Sie übergaben ihr Museum der Universität für 30 Jahre zu treuen Händen. Das entspricht einem Wert von 27 Millionen Euro. Insgesamt haben private Förderer der Universität im Jubiläumsjahr 71 Millionen Euro vermacht. Eine Summe, die auch den Bundespräsidenten beeindruckt hat. Ausdrücklich lobte Joachim Gauck das bürgerschaftliche Engagement der Frankfurter Stadtgesellschaft. Es zeigt sich immer wieder, Bildung und wissenschaftliche Spitzenleistung brauchen so eine förderliche Umgebung. In Frankfurt gibt es dieses bildungsfreundliche Umfeld. Eines will ich aber an dieser Stelle auch deutlich sagen. Das Lob der Förderer und der Stifter und der Ruf nach weiterem bürgerschaftlichem Engagement für gute Bildung darf ja keineswegs dazu führen, dass der Staat sich aus seiner Verantwortung zurückzieht. Stifter sind keine Ausfallbürgen in Zeiten knapper Kassen. Sie schaffen einen Mehrwert. Aus der Mitte der Gesellschaft. Bei Forschung und Lehre sind private Stifter und öffentliche Hand gleichermaßen gefordert. Die Frankfurter Goethe-Universität muss sich am Ende ihres 100. Jahres jedenfalls keine Sorgen um die Zukunft machen. Finanziell ist die Hochschule gut aufgestellt und auch ihr kritischer Geist wird noch lange Bestand haben. Wir haben das Jahr gefeiert, wir haben aber nicht nur gefeiert, wir haben ein Stück weit auch reflektiert, überlegt, wer sind wir, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Wir haben ein neues Leitbild entworfen für die Goethe-Universität. Also in diesem Jahr ist enorm viel passiert. 100 Jahre Goethe-Universität.
Mit einem beeindruckenden Feuerwerk endete das Jubiläumsjahr, in dem die Frankfurter Hochschule eine Menge Sympathien gewinnen konnte.